schön, ein Musikant zu sein. Mit treuen Liedern singen wir durch die ganze Welt. Es ist so schön, ein Musikant zu sein, das freie Leben uns so sehr gefällt. Sie scheinen das zu wissen, sonst wären Sie jetzt nicht hier bei uns, bei mir und meinen Freunden, den jungen Original Oberkreinung. Und was die Musik angeht, sind Sie hier in ein wahres Liebesnest gestoßen. Musik spricht für sich alleine, vorausgesetzt, man gibt ihr eine Chance. Die Oberkreiner Musik hat vor fast einem halben Jahrhundert diese Chance bekommen. Hier in Begunje, mittendrin in Slowenien, im mittlerweile weltberühmten Gasthaus Außenick. Bitte kommen Sie doch herein. Heute gibt es wieder Bassmusik im schönen Gasthaus Außenick. Was kann wohl noch schöner sein als Musik aus Oberkrein? Heute laden wir nur allerbeste Freunde ein. Heute wollen wir lustig sein. Leute, kommt herein. Oh.
Holleri, singen wir für Sie mit viel Schwung unsere Melodie. Hollera, hollera, die Harmonika, zauber Spaß und ganz laut brüllt der Bass. Hollera, nimm die Hände hoch, klatsch mit uns, sing mit uns ein wie fein mal noch. Holleri, holleri, kipp mit uns das Glas. Mann gäbe es die jungen Original Obergrano überhaupt nicht. Slawko Auzenek. Im November 1953 gründete er hier im Gasthaus Auzenek von Begunje mit seinem Bruder Wilko die erste Obergrano Partie, das Gorenzki Quintett. Nagolici nennt Slawko ein Musikstück, das sie in der slowenischen Stunde von Radio Klagenfurt spielen. Dort hört es Fred Rauch vom Bayerischen Rundfunk, nimmt das Band mit und sendet es in seinem Wunschkonzert. Die Musikanten nennt er Obergrano und den Titel Trompetenecho. Das war für Slawko und seine Freunde der Start in eine sagenhafte Musikkarriere. Hier im Auzenek-Museum kann man sie nacherleben, die Karriere eines Musikantenkönigs. Ein König nicht nur, weil er Gold-, Platin- und Diamantschallplatten in seiner Schatzkammer sammelt oder weil er als Musikant ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen ist, sondern weil er bis zum heutigen Tage Tausenden von Musikanten eine musikalische Heimat gegeben hat. Und eine ganz besondere den jungen Original-Obergrännern. Sie hat er zu den musikalischen Nachfolgern seiner weltberühmten Original-Obergrainer ernannt. 1997 erklärte Slawko Auzenek die jungen Original-Obergrainer zum ersten Mal vor einem Millionenpublikum zu seinen offiziellen Nachfolger. Dies geschah in der MDR-Fernsehgala »Es ist so schön, ein Musikant zu sein«. Dort traten die jungen Original-Obergrainer auch zum ersten Mal mit Slawko und Gregor Auzenek im Fernsehen auf. We'll be right back.
Das ist Braune Teacher, unser Chef. Er hat die Gruppe auch gegründet. Hier in Slowenien nennen wir uns Gašperi. So hieß auch sein erstes Trio. Gašperi bedeutet auf Deutsch übersetzt die Kasper. Naja, wir sind ja auch welche. Allerdings sehr ernstzunehmende. Er ist es auch gewesen, der damals 1989 zu Slavko Ausene ging und ihn bat, doch einen Titel für die Gruppe zu schreiben. Und Brane, hat er das getan? Natürlich. Er schrieb sogar zwei. Mit denen sind wir auf Ptujski Festival und haben gleich das Goldene Orfei-Abzeichen und den Publikumspreis gewonnen. Ja, und inzwischen hat Slavko Ausenik viele Titel für die jungen Original-Oberkraner geschrieben und all seine großen Erfolge spielen wir in unseren Konzerten. Und außerdem werden alle Titel hier in Begunje im Ausenik-Studio mit unserem Arrangeur und Produzenten Slavko Ausenik Junior aufgenommen. Und Slavko, eine Frage, was ist gerade in Arbeit? Wir machen gerade das neue Album von Gašperi. Aha, und kann man da schon was hören? Freilich. Um bei den jungen Original-Obergranern mitzuspielen, muss man nicht verrückt sein. Aber es erleichtert die Sache enorm. Der wahnsinnige Trompeter hier hinter mir, das ist Niki. Das Trompeten hat er noch bei Franz Kuschier von den Original-Obergranern gelernt. In seiner Freizeit ist er Feuerwehrmann. Ebenso ist er Bergfreak, Skiprofi und ein leidenschaftlicher Golfer. Ich glaube, heute gehört noch Rennen mit der historischen Feuerwehrspritze von Begunje dazu. So einen Mann kann man nicht alleine auf die Menschheit loslassen. Deshalb haben wir unseren Klarinettisten Robby dabei. Er sollte eigentlich ein bisschen ein Auge auf ihn haben. Sie müssen wissen, Robby ist bei der Polizei. Genauer gesagt, beim Polizeiorchester. Ja, man hört es. Nikis Vater hat lange Zeit mit Slavko Ausenik die Schulbank gedrückt. Er ist es auch gewesen, der uns Musikanten den ersten Auftritt im Tempel der Obergrainer Musik im Gasthaus Ausenik beschafft hat. Und was ist daraus geworden? Seitdem dürfen wir uns mit ausdrücklicher Erlaubnis von Slavko Ausenik die jungen Original-Obergrainer nennen. Und darauf sind wir mächtig stolz. Im Moment sieht es eher nach den Original-Feuerwehrleuten aus. Festhalten! Heute hier, morgen da, mit Musik, das ist klar. So ziehen wir durch die Welt, das ist was uns gefällt. Fremde Länder zu sehen, immer weiter zu gehen. Musikant sein, das ist wunderschön. Von der Bergeshöhe.
ganz oberklein, heißt Vogelland zu sein. Unser Leben von Musik ist unser großes Glück. Und wir schenken euch ein Stück Musikantenglück. Thank you.
Slowenien, ein Paradies für Drachenflieger. Und dann passieren natürlich solche Dinge, dass ein Drachenflieger bei Franzi zu Hause über das Haus fliegt. Und die Mutter schreit ganz aufgeregt, Franzi, komm raus, schau, was für ein komischer Vogel. Und Franzi kommt heraus, nimmt natürlich sofort seine Flinte, legt an, schießt nach oben. Und die Mutti fragt, und Franzi, hast du ihn getroffen? Na ja, sagt Franzi, nicht ganz, aber die Beute hat er schon fallen lassen. Franzi, na, unser Mann am Bass und Bariton. Und er ist wirklich Jäger. Und er hat ein riesiges eigenes Jagdrevier und eine tolle Trophäensammlung. Wobei ich sagen muss, Trophäen hat er auch mit uns Musikanten gesammelt. Zum Beispiel die Diamantene Nachtigall, einer der bedeutendsten Musikpreise in Slowenien. Oder den Bergkristall bei der ZDF-Hitparade. Toni, unser Jüngster, er ist Informatikstudent, er hat die Ruhe weg. Genau die richtige Person für einen Jagdausflug. Jäger sein ist wunderschön, abends auf den Birsch zu gehen. Jedes Tier in meinem großen Jagdrevier leg ich meine Büchse an, ist so manches Häschen dran. Doch ich hab kein Glück dabei, der Schuss geht oft vorbei. Schießen kann, pirsch ich mich gern an Mädchen ran. Und ich fange ohne Schuss die Schönste mir mit einem Kuss. Stolz häng ich mich bei ihr ein und schleppe meine Beute heim, weil ich tief im Herzen drin ein Schürzenjäger bin. So wie im Leben geht manche Schuss daneben, so ist das eben, damit muss man halt leben. Gehst du zum Jagen, so wie im Leben geht man für Schuss daneben, so ist das eben, es war schon immer so. La 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 la. Oh yeah, la 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 la. La 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 la. Schießen kann, pirsch ich mich gern an Mädchen ran. Und ich fange ohne Schuss die Schönste mir mit einem Kuss. Stolz häng ich mich bei ihr ein und schleppe meine Beute heim, weil ich tief im Herzen drin ein Schürzenjäger bin. Ja, ja, die Jäger. Ja, ja, die Jäger. So wie im Leben geht man für Schuss daneben. So ist das eben, es war schon. Ja, ja, die Liebe, sie ist das Licht des Lebens. Und dann, wenn du verheiratet bist, dann kommt die Stromrechnung. Schauen Sie her, das sind unsere beiden Romantiker. Sehen sie nicht aus wie Teenager, aber sie haben eine Menge Erfahrung. Vera hat 3 und Danilo 2 Kinder. Vera Scholinz, unsere Sängerin, ist bei uns in Slowenien eine ganz bekannte und bedeutende Textdichterin. Und Danilo könnte ihre Gedichte sofort drucken. Er hat perfekt Drucker gelernt, bevor er zu uns als Sänger ins Ensemble kam. Na, die beiden denken wohl schon wieder über ein neues Lied nach. Natürlich voller Gefühl und Romantik. Ich schenk dir heut Nacht die Sterne, ich schenk dir heut Nacht den Mond. Wir glücklich werden und die Liebe bei uns wohnt. Ich schenk dir heut Nacht die Sterne, lass sie niemals mehr verglühen. Ich will, dass sie drin im Herzen wie die bunte Blume.
Guten Tag, Herr Hubi. Also bitte, Herr Hubi Aschenbrücker, bitte. So viel Zeit muss sein. Gut, dann eben guten Tag, Herr Hubi Aschenbrücker. Aschenbrücker? Das klingt aber gar nicht slowenisch. Ja, muss es das denn? Wer zu den Nachfolgern der legendären Original-Obergreiner gehören will, muss es schon. Okay, dann bin ich eben Original-Obergreiner. Original-Obergreiner? Aber mit diesem Namen? Also, wer hier Original-Obergreiner ist oder nicht, das bestimmt sowieso nur einer. So? Der liebe Gott? Nein, Slavko Ausenik. Wer von ihm entdeckt wird, der wird automatisch Original-Obergreiner, ob er will oder nicht. Ah, und Sie wollten? Na klar. Jahrelang war ich in Deutschland bei einem Blasorchester-Dirigent. Also. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Slavko Ausenik hat er mich entdeckt und mich sofort engagiert. Und seitdem bin ich jung, original und Obergreiner. Meine Freunde in Deutschland glauben schon immer, ich wäre der Originalste von den Obergreinern in dieser Gruppe. Und das hört man doch auch, oder? Aha. Ich bin der Franz, der Maurergesell. Bei mir geht alles doppelt schnell. Das, was ich brauch, das hab ich stets bei mir. Ich brauch im Tag so 20 Flaschen Bier. Das beste Werkzeug, glaubet mir, das ist und bleibt ein Flaschenbier. Dann schießt die Mauer doppelt schnell in Höhe, weil ich dann alles doppelt sehe. Wir stehen auf, denn wir sind Freunde und wir reichen uns die Hände. Die Musik ist unsere Sonne, die in allen Herzen scheint. Wir stehen auf, denn unser Leben kann uns so viel Schönes geben. Denn Musik ist unsere Sonne, die in Freundschaft uns vereint. Heute hier, morgen dort, das ist unsere Welt. Unser Glück ist Musik, die frohen Menschen gut gefällt. Das Gefühl, eine große Familie zu sein, ist so schön und wir stimmen alle ein. Wir stehen auf, denn wir sind Freunde und wir reichen uns die Hände. Denn Musik ist unsere Sonne.
so gut, wenn man die Sorgen nicht mehr sieht. Wer sein Glück mit Musik auf der Welt finden kann, der freut sich ganz bestimmt ein Leben lang. Czekali smo do pozne ure, dał se ne strne, bile so naše ljubce. Prekrane objeli smo, so si veseli, pismi zapili smo sem za lako noć. Svoje smo lojterce nosili, kjer se lučka mala tiho je prižgala, lunca se skrila, je hitro za oblak. Gerade das erfolgreichste Lied der jungen Original-Obergreiner Fantoska-Polka. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich kennt man es besser unter Die Welt steht auf Volksmusik. Auf was man hier in Obergrein steht, haben wir ja gerade gesehen. Auf Leitern. Aber warum soll ich, alter Knabe, noch Fenstern gehen, wo mir die Weiber doch sowieso zufliegen? Bitte, schon wieder zwei. Manuela, eine erfolgreiche Fernsehproduzentin aus Deutschland, und Sandra, unsere Managerin. Aber eine Frage, was macht ihr zwei eigentlich in unserem Video? Wir wollten euch überraschen. Schau mal hierher. Guten Freunden geht man weit entgegen. Für euch würde ich sogar meine 2 Zentner über den Läupelpass wuchten. Ihr gehört zu den Gruppen mit den meisten Auftritten in meiner ältesten und inzwischen einzigen volkstümlichen Hitparade. Und weil ihr in der Zwischenzeit auch zu den beliebtesten Künstlern der Wernesgrüner Musikantenschenke gehört, gibt es diesen Original-Kasper für die Gasperi natürlich mit dazu. Er soll das Maskottchen werden, der jungen Original-Obergreiner, und er soll euch Glück bringen auf all euren Musikantenwegen. Das können die Jungs aber wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Wenn man überlegt, dass sie auf dem Weg zu ca. 140 Auftritten im Jahr die Erde kilometermäßig gesehen mehrfach umrunden, da braucht es schon so sein Quäntchen Glück. Unser Brane zum Beispiel feiert ja inzwischen 3-mal jährlich seinen Geburtstag. Einmal den Tag, an dem er tatsächlich geboren ist, dann den Tag, an dem er nach seinem schweren Verkehrsunfall erstmals wieder mit seinen Kollegen auf der Bühne stehen konnte, und dann natürlich den Tag, als Lauko Außenick die Gasperi zu den jungen Original-Obergreinern und somit zu seinen offiziellen musikalischen Nachfolgern gemacht hat.
ein guter Grund, um mit einem Wein aus der Heimat der Oberkrainer anzustoßen. Auf die musikalischen Ziehväter, auf unser treues Publikum und auf das Glück der jungen Original-Oberkrainer. Na zdravje, se vidimo!